Hallo NachbarInnen, hallo Schillerkiep, hallo Neukölln. Wow, ich bin ganz gerührt, dass ihr so zahlreich heute hier seid, um uns zu unterstützen. Ihr fragt euch, was ist hier los? Gentrifizierung ist hier los. Unsere Vermieterin hat unsere Häuser, die H48, kurz vor Weihnachten letzten Jahres an SpekulantInnen verkauft. Vielleicht war der Plan, dass uns ein Besitzerinnenwechsel zu den Feiertagen und während einer Pandemie handlungsunfähig macht. Das ist absolut nicht der Fall. Wie viele andere Betroffene setzen wir uns zur Wehr. Denn wir wissen, was sonst folgt. Luxussanierung, Mieterhöhung und letzten Endes Verdrängung. Wenn nötig, mit militarisierten Polizeieinsatz durchgesetzt. Dieses Vorgehen können wir seit Jahren im gesamten Schillerkiez, ja in ganz Berlin beobachten. Erst letztes Jahr hat die rot-rot-grüne Regierung durch ein riesen Polizeiaufgebot die seit 35 Jahren bestehende Kiezkneipe Syndikat für die Milliardärsfamilie Pierce Global geräumt. Aktuell wird allein in Neukölln für 9 Häuser Vorkaufsrecht vor InvestorInnen geprüft, da ihre BewohnerInnen von Verdrängung bedroht sind. Der massive Einsatz von Staatsgewalt für die Umsetzung von Verdrängungen und Zwangsräumungen macht deutlich, unser Recht auf Wohnraum ist hier weniger wert als die Profitinteressen Einzelner. In der H48 leben und arbeiten über 140 Menschen und das teilweise seit Jahrzehnten. RentnerInnen, StudentInnen, Kinder, Lohnarbeitende und Arbeitslose, Selbstständige, KünstlerInnen und HandwerkerInnen. Ein typischer Neuköllner Kiezquerschnitt also. Hier leben Flint-Personen, sprich Frauen, Lesben, Intersexuelle, Nichtbinäre und Transpersonen und BIPOC, Black Indigenous People of Color, Menschen, die behindert sind und von der Gesellschaft behindert werden, sowie Menschen, die sich eine Mieterhöhung schlichtweg nicht leisten können. Besonders prekär ist die Situation für die meisten Menschen im Fabrikgebäude, im zweiten Hinterhaus. Vor 40 Jahren galt dieser Bezirk als unattraktiv. Die Eigentümerin konnte froh sein, überhaupt Mieten zu finden. Sie ließ die meisten Menschen von uns im Fabrikgebäude 40 Jahre lang wissentlich mit Gewerbemietverträgen wohnen. So konnte sie ohne die Investition in einen Umbau zu Wohnraum Profit machen. Für uns bedeutet das, wir leben seit 40 Jahren in prekären Mietverhältnissen. Kein Kündigungsschutz, kaum Rechte, kein Anspruch auf Reparaturen in den Wohnungen. Auch der kürzlich beschlossene Mietendeckel gilt für uns nicht, da dieser nur bei Wohnmietverträgen greift. Genauso wie die Wohnenden bangen deswegen auch die Gewerbetreibenden, also Holzwerkstatt, therapeutische Einrichtungen, im Fabrikgebäude um ihre Existenz, da sie sich die bevorstehende ungebremste Mietsteigerung durch die SpekulantInnen nicht leisten können. Die meisten Wohngemeinschaften haben sich ihre Wohnungen, sprich Wände, Küchen, Bäder, selbst gebaut. Jetzt sollen wir, die in den Häusern leben, arbeiten, sie reparieren und renovieren, der kapitalistischen Verwertungslogik weichen. Zur H48 gehört auch der emanzipatorische, selbstverwaltete Projektraum, der für 15 politische Gruppen ein Ort für feministische, antirassistische und antifaschistische Arbeit und Vernetzung ist. Er ist ein unkommerzieller, kultureller Ort für Theaterproben, Kinoabende, Tresen, Kühlfahrt, Lesekreise
und Nachbarschaftstreffen. Es ist ein Ort, der verkörpert, was einen sozialen Kiez ausmacht. Gemeinschaft und Solidarität. All diese gewachsenen Strukturen fallen weg, wenn unsere Häuser Luxus garniert und wir verdrängt werden. Durch explodierende Immobilienpreise kann unsere Vermieterin heute ein Vielfaches an Gewinn mit unserem Wohnraum machen. Die Mieten in Neukölln sind in den letzten 10 Jahren um 146% gestiegen. Wie kann es sein, dass reiche Einzelpersonen über den Wohn-, Arbeit- und Lebensraum von 140 Menschen bestimmen? Ganz ehrlich, was jetzt passiert ist, überrascht uns nicht. Im Gegenteil, wir haben es kommen sehen. Deshalb haben wir bereits 2018 den Verein Hermann Töte e.V. gegründet. Unser Ziel war, die Häuser selbst zu kaufen, um sie dem Immobilienmarkt dauerhaft zu entziehen. Als Verein haben wir der Eigentümerin Anfang 2020 ein solides Kaufangebot gemacht. Unser Kaufangebot umfasste einen Finanzierungsplan, vorläufige Zusagen für Kreditvergaben durch Banken und ein Unterstützungsschreiben von Jochen Biedermann sowie des Mietkäufer-Syndikatsprojekts Kostner Straße 48. Der Kauf durch den Verein hätte in Kooperation mit dem Mietkäufer-Syndikat stattgefunden und langfristig bezahlbare Mieten für die jetzigen BewohnerInnen garantiert. Die Eigentümerin lehnte das Kaufangebot im Juni 2020 ab. Sie will nicht an die Menschen verkaufen, die hier leben, sondern an InvestorInnen. Wir können das nicht fassen. Wir sind nur ein kleines Beispiel für den Gesamtausverkauf unserer Stadt. Aber wir sind nicht bereit, diese Stadt, unseren Kiez oder unsere Gemeinschaft aufzugeben. Da wir im Milieuschutzgebiet liegen, haben wir die Chance, den Verkauf über das Vorkaufsrecht zu stoppen. So kann es gelingen, dass die Häuser in die Hand gemeinwohlorientierter Dritter gelangen. Unser Prozess ist nervenzehrend und mit sehr viel Arbeit verbunden. Und die Zeit ist extrem knapp. Aber die bereits gut vernetzte Mieterinnengemeinschaft rückt jetzt noch enger zusammen. Was wir in den vergangenen Wochen bereits alles auf die Beine gestellt haben, stimmt uns hoffnungsvoll. Unser Ziel ist es, dass wir alle bleiben können. Niemand weicht den SpekulantInnen. Wir fordern vom Bezirk alles zu tun, um den Verkauf zu verhindern und den generellen Ausverkauf unserer Stadt an ImmobilienspekulantInnen einzudämmen. Wir wollen, dass die Verwaltung des Bezirks Neukölln das Vorkaufsrecht durchsetzt. Wir wollen, dass der Kaufvertrag durch einen gemeinwohlorientierten Dritten übernommen wird. Wir fordern von den PolitikerInnen des Bezirks und der Stadt Berlin, sich dafür einzusetzen, bezahlbaren Wohnraum für alle hier Lebenden langfristig sicherzustellen. Wir wollen, dass die Wohngemeinschaften im Fabrikgebäude endlich als das anerkannt werden, was sie sind, nämlich Wohnungen und kein Gewerbe. Die tatsächlichen Gewerbeeinheiten der H48
müssen erhalten bleiben und dafür dürfen nicht durch Mieterhöhungen verdrängt werden. Wir fordern diskriminierungsfreien Zugang zu bezahlbarem Wohnraum. Generell und besonders in Zeiten einer Pandemie nehmen wir es nicht hin, dass Menschen verdrängt und zwangsgeräumt werden. Wir fordern die Umstrukturierung von Wohnraum in Gemeingüter für die tatsächliche Umsetzung des Rechts auf Wohnraum. Wir fordern die Enteignung von GroßinvestorInnen gegen Verdrängung, soziale Spaltung und für eine Stadt für alle. Unsere solidarischen Grüße gehen an die anderen bedrohten MieterInnengemeinschaften in Neukölln, wie die Donaustraße 5, die Anzengruberstraße 24, wie an alle anderen bedrohten Häuser. Es darf kein Haus weniger geben. Solidarische Grüße gehen ebenfalls an die Ananta-Feministin der Liebe 34 und an das Syndikat. Beide waren über Jahrzehnte gewachsene Kiezstrukturen, die Profitinteressen weichen mussten. Vielen Dank an euch alle, dass ihr hergekommen seid, um uns zu unterstützen. Das bedeutet uns extrem viel. Vielen Dank an Lena Störfaktor und das Rattenkabinett. Vielen Dank an das Syndikat, die Anti 24, die Donau 5, das Bündnis Zwangsräumung verhindern, Corazon, Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Vielen Dank an die Lause. Vielen Dank an 23 Häuser sagen Nein für eure Redebeiträge. Für einen lebendigen, solidarischen und bunten Kiez. Die Häuser denen, die drin wohnen, die Häuser denen, die sie brauchen.